Zu jener Zeit herrschten mehrere große Städte, bis es zum letzten großen Schlag kam. Urd auf der Ebene der Taklamakan-Wüste zwischen Tibet und China, Poseidon und Metropolis auf dem Meeresgrund. Die goldenen Städte am Titicacasee sowie das Reich Thule im hohen Norden und viele andere geheimnisvolle verloren gegangenen Städte, die heute noch in unseren Legenden herumgeistern, stammen aus dieser Zeit. In einem Zeitraum von ca. 30.000 Jahren bekämpften sich diese Städte bis hin zum Atomkrieg. Dann jedoch wurde der Urton erzeugt und das Gravitationsnetz, der magnetische Pol der Erde, ruckartig verschoben. Ein Polsprung hatte die Folge, dass die Kontinentalplatten zerbarsten und die Wasserfluten fast alle Städte dieser Hochzivilisation wegspülten. Da gibt es eine sehr, sehr brisante Geschichte, die eigentlich niemand kennt. Wie jedermann weiß, braucht man Uran und Uran hat einen ganz bestimmten Atomwert, Uran zum 14-235, braucht man, um zum Beispiel die Bombe oder für Kernkraftwerke das Uran aufzuarbeiten. Und dieses Uran sollte immer in einer Bandbreite von ganz bestimmten Strahlungen bleiben. Und es ist etwa 15 Jahre her, da kam plötzlich aus Afrika, und zwar aus Gabun, sind Uranlieferungen angekommen in unsere Aufbereitungsstätten, die viel höher strahlten, ein ganz anderes Strahlungsniveau hatten, als das, was sie eigentlich haben dürften. Woraufhin eine Menge Physikern, übrigens unter der Leitung der UNO, nach Gabun gegangen sind, in dieses Bergwerk, wo dieses Uranerz herkommt. Und was haben sie gefunden? Man glaubt es nicht, eine riesige Anlage von offensichtlich zerschmolzenen Uranelementen. Die UNO hat darüber zwei dicke Bücher herausgegeben. Es sind etwa 100 Wissenschaftler daran beteiligt. Die streiten sich, wie ist so etwas möglich? Auf natürliche Art und Weise kann diese Kernschmelze nicht entstanden sein. Und trotzdem ist sie da. Offiziell wird es geheim gehalten. Für mich ist das eher ein Hinweis, dass bereits vor langer, langer Zeit, und das können nun also 50 oder 100.000 Jahre sein, tatsächlich jemand mit Uran gearbeitet hat, es schließlich verbraucht, verschmolzen hat und so etwas wie eine Deponie angelegt hat. Das wiederum kann nur eine höhere Kultur sein. Unsere steinzeitlichen Vorfahren kommen dafür nicht in Frage. Ein Teil des atlantischen Geheimwissens wurde von Überlebenden nach Ägypten gebracht. Ein anderer Teil nach Tibet und Indien. Die ersten Pharaonen waren die direkten Nachkommen der Atlanter und ihre geheimen Einweihungsschriften wurden im ägyptischen Königshaus vererbt. So war es kein Wunder, dass atlantische Hochtechnologie zum Bau der Pyramiden und der Bundeslade und viel mehr führte. Ein Teil der Bruderschaft der Atlanter hatte also mit ihren Traditionen in Ägypten überlebt und der Hermetiker und ihr geheimes Wissen ging direkt daraus hervor. Sie bedienten sich uralter versteckter Aufzeichnungen und Archiven aus Atlantis. Echnaton, Hermes, Trimegistos, Abraham, Pythagoras, alle hatten sie ein Geheimnis. Die Bruderschaft der Schlange. Wzorem do tworzenia perfekcyjnego człowieka i perfekcyjnie funkcjonującej planety. Die Symbolik des Urmusters zum Erschaffen des idealen Menschen und des perfekt funktionierenden Planeten wird durch das Zeichen des ägyptischen Lebensschlüssels des Ankhs dargestellt. Diesem Muster gemäß entstehen alle Daseinsformen als auch alle Planeten im Weltall. Die Einzelheiten oder die Instrumente, die dieses Muster ergänzen, stellt die Farbpalette dar. In welcher Verbindung steht die Farbpalette zu dem Ahnenkreuz? Man kann sich vorstellen, dass der rechte Arm von diesem Schlüssel das Materielle, das heißt den physischen Körper in den Menschen schafft. Diese Materie und ihr vollkommener Zustand wird von 7 Farben der Farbpalette gebildet. Das Programm, das heißt die Seele, wird wiederum von 5 anderen Farben geschaffen, damit das Physische vollkommen sein kann. Das ist der Seelenkörper, in dem sich die 5 Übersinne, das heißt die antimateriellen Chakren, befinden. Dieses symbolisiert der linke Arm des Schlüssels.
Der untere Arm, der die beiden Arme unterstützt, bedeutet die Nullzone. Er wird auch als Geist oder Monade bezeichnet. Hier sind die Farben, die sowohl die Materie als auch die Antimaterie schaffen, vereint. Hier sind alle Erfahrungen gespeichert, die der physische Körper in dem Plusbereich, das heißt in der Materie als auch die Seele in dem Minusbereich, dem Bereich der Energie, im Laufe der gesamten Inkarnation gemacht haben. Man kann also sagen, dass die Nullsphäre voll mit dem Leben pulsiert. Das vierte Element, der Ring des Lebensschlüssels, stellt das Bewusstsein dar, welches die Balken der Waage harmonisiert. Das Bewusstsein betreut seine Werkzeuge, das heißt den physischen Körper, den Seelenkörper und den Geistkörper, und ist dafür zuständig, dass sich keine dieser Körper zerstört, unabhängig von seinen Erfahrungen. Auf diese Weise bleibt das Muster des Lebensschlüssels in uns erhalten. Die Betreuung durch das Bewusstsein war vor allem auf der Erde unentbehrlich, da man hier ständig versuchte, den Sinn der 12 universellen Gesetze, die durch die 12 Farben symbolisiert werden, zu verändern. Man hat ständig versucht, die Gesetze zu manipulieren. Das war jedoch der Preis dafür, den Körper universalisieren zu können. Żeby zuniwersalizować ciało. Als die Erde in die dritte Dimension abstieg und der planetarische Logos, die Seele der Erde, in einen neuen Erfahrungszyklus überging, erreichten die Menschen ihren Höhepunkt im polaren Bewusstsein. Der Zyklus der Gegensätze und des Getrenntseins erreichte bis in unsere Tage seinen Höhepunkt. Man könnte sagen, als Atlantis mit seinem Hauptkontinent unterging, stieg die Erde aus der fünften und vierten Dimension in die dreidimensionale materielle Struktur. Mit diesem Abstieg in die dritte Dimension verlor die übrig gebliebene Menschheit die Bewusstheit der Einheit aller Dinge. Polares Bewusstsein nahm seinen Anfang und immer mehr Gegensätzlichkeit kam im Bewusstsein und im Handeln der Menschen hervor. Das ging so weit, dass die Priesterkasten ihre Wahrheiten dogmatisch verteidigten. Es entstanden zwei große Bruderschaften auf Erden, die von Shambhala und Agarthi beeinflusst wurden. Zusammen bezeichnete man sie als die Bruderschaft der Schlange. Shambhala war der Sitz der Evokation, der Meister der Weisheit. Agarthi war der Sitz der Invokation, der Meister der Weisheit. Zusammen verkörpern sie die universelle Polarität der Gegensätze. Beide Bruderschaften in der äußeren Welt hielten natürlich die anderen für die schwarze Bruderschaft, also die schwarzen Magier. Der Kampf der Polaritäten dieser Bruderschaften nahm vor unvorstellbar langer Zeit seinen Anfang und erreichte mit dem Zweiten Weltkrieg seinen Höhepunkt. Die zwei Pole, Sonne, Illuminaten und Mond, Luminaren, stehen sich hier gegenüber und ringen um die Herrschaft. Jedoch kann nie einer gewinnen. Sie können nur die Polarität überwinden. Die Menschheit wurde von diesen beiden gegensätzlichen Orten der Weisheit beeinflusst. Alle wirklichen Herrschaftshäuser wurden von Agenten dieser Städte aufgesucht und in den Evolutionsplan der Menschheit begrenzt eingeweiht. Vor unvorstellbar langer Zeit teilte sich die Bruderschaft in den gelben Drachen und in den roten Drachen. Zusammen stellten sie die Bruderschaft der Schlange dar. Beide Bruderschaften unternahmen unter Führung der Außerirdischen die geistige Erziehung der Menschheit. Der gelbe Drachen im Osten und der rote Drachen im Westen. Vereinzelt finden wir noch in Tibet die Gelbmützenorden und die Rotmützenorden und ihre verstreuten Klöster, die direkt daraus hervorgegangen sind. Die geistigen Krieger von Shambhala und Agarthi prophezeiten, dass sie am Ende des Abstiegszyklus, wenn sich die Prophezeiung der letzten geistigen Schlacht auf Erden vollzogen hat, zurückkehren werden, um am Ende vom dunklen Zeitalter ins goldene Zeitalter die Wahrheiten zu offenbaren. Die Überlebenden aus Atlantis waren auserwählte Samen für die fünfte Wurzelrasse,
Daraus erwuchs unsere heutige Menschheit. Durch viele Jahrtausende hindurch sank die heranwachsende Menschheit in einen unbeschreiblichen, tiefen Bewusstseinszustand. Die außerirdischen Lichtbringer gaben den überlebenden Priestern aus Atlantis genaue Anweisungen, die Bruderschaft der Schlange neu zu gründen. Als dritte unbekannte Macht vollzog der Adler, welcher die Raumbruderschaft darstellt, die Beeinflussung der Bruderschaften. Sie inspirierten die jeweiligen Bruderschaften und deren weltliche Könige, um die Weltreiche zu bauen. Alle Kriege waren ein Mittel, um neue Geschichtsepochen und Zeitalter einzuleiten, um die Geschichte der Menschheit zu bauen. Es war das alte Spiel, wenn sich zwei streiten, dann bleibt der Dritte und seine Ziele im Verborgenen. So wurden alle weltlichen Führer von der dritten Macht verführt, um den Weltenplan der Schöpfung zu erfüllen. Die Lichtbringer der Föderation, auch die Wächter Gottes genannt, leiteten hier auf Erden ein geheimes Erziehungsprogramm ein, um den äußeren Menschen in seinem Evolutionsplan zur Vervollkommnung zu führen. Die Außerirdischen sind verwandt mit der in den biblischen Traditionen bekannten Erzengel oder die der östlichen Traditionen Avatar oder Mantavatar, solche, die das alte Wissen, der Dharma, die Lehre des Lichts bringen. Es kommt von diesen höheren Ebenen, dass wir die Erfüllung der Prophezeiung im Alten und Neuen Testament mit der Erscheinung des Melchisedek-Orden erkennen. Derjenige, der Abraham einführte, wie uns im Buch der Herkunft Kapitel 14 berichtet wurde, und derjenige, mit dem die Christusfigur im Neuen Testament, Buch der Hebräer, verbunden waren. Sie sind Mitglieder der höheren engelhaften Bruderschaft des Lichts, die die Welt von einer materiellen basierenden Kultur unter der Kontrolle und Diktatur von solchen, die Finanzen, Politik und wissenschaftliche Macht beherrschen, hin zu einer wahren spirituellen Befreiung verändern. Ich glaube, dass dies am Anfang des 21. Jahrhunderts stattfinden wird und dass wir in den nächsten 20 Jahren radikale Veränderungen und Auflösungen unserer bisherigen Rechte und Privilegien sehen werden. Die Orden, an die wir historisch denken, sowie die mystischen Orden und Bruderschaften, die mit den Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael verbunden sind, solche, die die großen Richter sind, werden als Teil der großen weißen Bruderschaft angesehen oder solche, die Christuserscheinung haben. Manchmal schickten die Bruderschaften Abgesandte mit einem geheimen Auftrag auf die Erdoberfläche. Diese suchten die geistigen Erben und weltlichen Führer der jeweiligen Zeitepochen auf und gaben ihnen neue Instruktionen. Der Graf von Saint-Germain tauchte mehrere Jahrhunderte in Europa auf und verschwand dann später wieder auf einer seiner Asienreisen. Der Fall des Bewusstseins der Menschheit nach Atlantis war ein bewusster Plan Gottes, um die Seelen weiter zur Vervollkommnung zu bewegen, und nichts konnte es aufhalten. Denn das Gitternetz, die Grundenergie des Planeten und deren elektromagnetische Ausstrahlung verzerrte mehr und mehr das Bewusstsein der Menschen. Immer wenn es an der Zeit war, brachten sie neue Bewusstseinsimpulse zu den Führern der Menschheit. Dies geschah durch die Sendboten der Städte, die aus dem Inneren der Erde zu den Menschen gesandt wurden. Auf zweifachem Weg als inkarnierter Meister oder als Gesandter.